Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mit dabei ist heute liebe Vincent. Moin, Servus, Moin. Und wir machen heute ein kleines Scammer-Suchen auf Griefer Games, aber Vincent wird das ganze Video lang einen Spawner in der Hand halten, auf den fremden Grundstücken, und wir werden testen, ob wir damit getötet werden während des Scammer-Suchens. Und selbst wenn er getötet wird, keine Sorge Leute, die Scammer kriegen nichts. Er hat nämlich das Keep Hotbar Perk auf Griefer Games gekauft um 750.000 Dollar. Das heißt, er verliert keine Sachen, auch wenn er stirbt. Er behält alles, was er hat. Und ja, ist auf jeden Fall ganz praktisch. Wenn ihr diese Idee feiert und solche Formate öfters sehen wollt, dann lasst sehr gerne ein Abo da. Schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende. Es kommen ein paar sehr, sehr lustige Trades. Lasst doch gerne ein Like da. Schreibt einen sinnlosen Kommentar auf Ehre. Und ja, wundert euch nicht. Am Anfang starten wir eher mit kleineren Trades. Also jetzt nichts Großartiges. Am Ende sind wir dann, glaube ich, schon so bei 6.000 oder 7.000 Dollar Trades. Also jetzt auch nicht das Riesigste, aber es soll ja mehr darum gehen, ob wir getötet werden oder nicht. Und damit, Leute, würde ich sagen, let's go! Ich würde sagen, dann nehmen wir jetzt hier mal beim ersten Spiel, und zwar That's Me Not, einen Zwieberkopf um 375 Dollar. Der hat hier schon auch der eine die Axt gezückt und Vincent steht gerade schon auf Carmen Spawner rum. Aber bis jetzt sieht es nicht so aus, als würden sie ihn töten wollen. Ja, ich würde sagen, ich pay mal. Slash pay That's Me Not 375. So gepaid. Her mit dem Zwiebelkopf. Hab gepaid. Ich schreibe ihm auch mal. Hab gepaid. Und dann schauen wir mal, ob er uns gleich scammt oder nicht. Okay, er hat uns nicht gescammt. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, er hat uns tatsächlich nicht gescammt. Nice. Vielen Dank. Der war auf jeden Fall Scamfrasilbel 4. That's Me Not hat uns tatsächlich um den Zwiebelkopf. Ist jetzt nicht viel, aber hat uns nicht abgezogen. Hat auch Vincent tatsächlich nicht getötet, obwohl er hier eine Zeit lang schon auf K stand. Ist ja langweilig. Ist ja ganz langweilig. Auf jeden Fall danke. Wir gehen, würde ich sagen, zum nächsten. Gehen wir jetzt nicht zu Miguel. Der verkauft Gunpowder. Willst du Gunpowder? Ja. Eigentlich will ich kein Gunpowder. Ich will eigentlich gar nichts bei ihm kaufen. Ich meine, wer will auf Griefer Games Gunpowder? Vincent, wir wollen eigentlich nur, dass sie dich umbringen. Vincent, komm her. Vincent, komm da rein. Erstmal einen Spawner so in die Hand. Ja, das ist sie. Stell dich zuerst zu ihm. Er muss zuerst bemerken, dass du einen Spawner da hast. Okay, dann stell dich mal so richtig so weird hin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das war schon der erste. Nein, ich hab's nicht auf Film. Nein. Sie wollen mich töten. So schlecht, Vincent. Oh Mann, ich hab's nicht richtig aufgenommen. Leute, da haben wir schon den ersten, der uns versucht zu killen. Es ist so geil. So genial. So fucking genial. Ripp mein Fleisch, ja. Nee, so nice. Schaut in sein Gesicht. Oh, 5000 Dollar, let's go. Nee, aber schaut mal in sein Gesicht, Leute. Er sieht schon so aus, so. Was ist gerade passiert? Warum habe ich keinen Spawner? Hä? Was war gerade? So nice. Wir sind so gerade so seit 5 Sekunden da und er bringt uns direkt um. Also, fangt schon mal gut an. Ich würde sagen, wir schauen mal zum nächsten Shop. Hey Leute, ich bin's wieder. Ich habe mir gedacht, ich mache mal hin und wieder im Video so ein kleines Zeitraffer rein, dass das Ganze nicht so langweilig ist, weil wir haben ein paar Leute getestet. Die waren scamfrei, das war jetzt nicht sonderlich aufregend. Wir wollen ja hier die Scammer finden, deswegen habe ich mal ein kleines Zeitraffer reingemacht. Und das werde ich im Video jetzt auch öfters machen, ist glaube ich ganz gut so. Und zwar haben wir bei Gaming zuerst zwei Karten gekauft, also eine Doppelkarte besser gesagt. Sehr, sehr billig, scamfrei, Dr. Unicorn Love, auch für 1200 Dollar haben wir hier einen Beacon gekauft. Auch wieder mal scamfrei, nichts Großartiges, aber auch, könnt ihr übrigens gerne die Spiele abchecken, die ihr hier seht im Video. Ihr seht den City-Build übrigens immer rechts oben und könnt ihr gerne abchecken, sehr nette Spieler. Und AMS Nihat Khan hat uns als vorletzter Spieler hier noch einen Kopf verkauft für 500 Dollar, auch sehr, sehr nett. Aber das Beste war, wir waren bei einem Spieler, der hat ein ausgehöhltes Plot, also der hat es gerade ausgehöhlt, hatte nichts auf Griefer Games, wirklich gar nichts, hat auf seinem Plot PvP an, er wusste einfach nicht, wie man es ausmacht und er hat uns trotzdem nicht gescammt, also ein sehr, sehr ehrlicher Spieler, den könnt ihr gerne mal helfen, Leute. Also, echt netter Typ. Wusste einfach nicht, wie man PvP ausmacht. Hat uns trotzdem nicht gescampt. Ich würde sagen, es geht jetzt normal weiter. Leute, wir sind jetzt bei Ausrufezeichen Filed Basil, was auch immer. Auf City Build 2, auch ein Handyspieler tatsächlich. Hat gerade schon ein Schwert ausgepackt. Slash Infc Ausrufezeichen Filed Basil. Er hat ein Diamantschwert dabei. Vielleicht versucht er es gleich. Du darfst keinen Widerstand leisten, wenn er es versucht. Egal, ich schreibe mal. Slash R, wie viel kostet der Beacon? Ich habe mal gefragt, wie viel er für den Beacon will. Hat auch gar kein Plot, hat nichts auf FIFA Games.
Einfach nur diesen Beacon und ein leeres Plot. Das ist alles, was er hat. 1K. 1K kann ich payen. 1K für einen Beacon ist extrem billig. Also, wenn er das macht, dann das wäre schon krass für einen Beacon. $1,000 für einen, das ist extrem billig. Ich weiß nicht, wir bekommen hier auch echt viele billige Deals heute. Das ist schon ganz nice. Okay, slash pay, Ausrufezeichen, falsch, Basil. $1,000 für einen Beacon. Hier auf einem komplett leeren Plot. Ich habe ihn gepayt. Und ja, let's go. Nice. So geil. ja, nice. Er ist offline. Startkick, schnell Startkick in. Ist er online? Nein, er ist offline gegangen. Let's go, Leute. Endlich mal wieder einen gefunden. Wir haben jetzt seit 2 Stunden oder so aufgenommen. Und endlich der zweite Scammer, den wir gefunden haben. Das ist, ja, Vincent, ich freue mich gerade richtig. Meine $1,000 sind weg und ich freue mich gerade richtig. Das ist am Blick einfach, wie er so realisiert hat, dass er den Spawner nicht gedroppt bekommen hat. Einfach so, was ist gerade passiert? Ich gehe schnell offline. Ganz, ganz geil. Jetzt seht ihr einen Trade mit Levonia Tor. Da haben wir auch ein bisschen getradet und wie ihr vielleicht bemerkt habt, hat Vincent seinen Skin jetzt geändert und zwar zu so einem Mexikaner, weil wir dachten, er ist zu süß. Wir haben echt so 2 Stunden aufgenommen. Ich habe die Reihenfolge von den Clips ein bisschen für euch geändert, dass es nicht langweilig ist, aber wir haben echt so 2 Stunden, 3 Stunden aufgenommen und wir wurden nie gescammt, also war echt schwierig, Scammer zu finden, sogar mit einem Spawn. Also Griefer Games hat sich definitiv sehr, sehr stark verändert und danach haben wir auch wieder ein paar Köpfe gekauft und zwar bei Pauli. 2 sehr, sehr süße Köpfe, einmal einen Pufferfischkopf und so eine süße Biene. Auch wieder mal alles legitim und alles hier komplett scamfrei, also auch wieder sehr, sehr ehrenvoll. Und ja, die nächsten Spieler waren dann nicht so cool. Bei einem waren wir noch, da haben wir dann noch einen Endstone uns geholt. Übrigens, vielleicht, falls ihr noch nicht bemerkt habt, ich spiele die ganze Zeit mit einem 2. Account. Und zwar mit dem Kletor-Account, den habe ich von Hunter Goku bekommen. Ehren Hunter Goku. Grüße ihn raus, der hat mir den Account gegönnt, mit dem spiele ich die ganze Zeit. Und dann gehen wir mal zum nächsten Trade. Wir sind bei Tomaten-Suppe und er hat geschrieben, der hat Beacons. Ich würde sagen, da kaufen wir auch mal ein paar Beacons. Vincent, wie würdest du so sein Plot hier bewerten von den Bauskills her? Von 1 bis 10. 10 von 10. Perfekt. Ich würde sagen, dann kaufen wir mal einen Beacon. Wie viel für einen Beacon? Mal schauen, wie teuer der bei ihm ist. 5 aus 10. Nee, ist eine 10 aus 10, das Plot. Ganz klar, 10 aus 10. So, wie viel kostet ein Beacon denn gerade? Ich schau mal nach. Beacon kostet 1175. Ich gebe ihm 1,1k. Was schreibt er? Beacon 1,2k. Okay. Ich gebe dir 1,1k für den Beacon. So, mal schauen, ob er für 1,1k uns den Beacon hier verkauft. Das wäre doch ganz nice. Ich würde sagen, ich pay ihm gleich mal. So, slash pay. 1,15k. Ja, mache ich's. Ja, ist okay. Slash pay Tomatensuppe 1150. Und ich habe gepayt. Mal hoffen wir mal, dass er uns den Beacon gleich droppt. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Das wäre auf jeden Fall ziemlich wild. Komm, Tomatensuppe. Er hat ihn tatsächlich gedroppt. Also wieder mal noch ein Spieler, der Scamfer ist. Also ich glaube irgendwie, es heißt nicht mal mehr was, ob man Spiel ist oder Supreme ist. Ist, glaube ich, mittlerweile komplett egal. Bis jetzt hat uns nicht mal irgendwer gescammt, egal welcher Rang. Das ist schon ziemlich erstaunlich. Ich meine, einer hat uns bis jetzt gescammt, aber hör auf, Vincent. So, ja. Aber wieder mal Tomatensuppe, Silbert 5, auch wieder mal scamfrei. GG an dich. Wir sind jetzt bei Simon HD 102, noch immer auf Silbert 2. Und wir sind aber nicht auf seinem eigenen GS. Er hat geschrieben, wir sollen zu einem GS von seinem Freund kommen. Aber er hat geschrieben, $1,000 für einen Beacon. Ich glaube, der scammt uns, aber er weiß nicht, wie man PvP anmacht. Deswegen, er hat nicht mal ein eigenes Plot. Der Typ hat nicht mal ein eigenes GS. So, ich habe bezahlt. Er ist offline. Oh mein Gott. Er ist ernsthaft offline gegangen. Wie nice. Oh mein Gott. Feig, Leute. Er ist instant disconnected. Ja, nächster Scammer. Let's go. Hat leider Vincent nicht getötet. Aber wir haben den Scammer gefunden, der liebe Simon. Ich möchte heute noch den Start kicken, Vincent. Warum killt er mich nicht? Das ist eine gute Frage. Also, der Typ hat uns gerade gescammt, aber er hat Vincent nicht gekillt, obwohl er einen Spawner hat. Ich habe ihm sogar mehrfach geschrieben, ob wir nicht auf seinem eigenen GS traden wollten. Aber er wollte unbedingt auf dem Plot von seinem Freund traden. Und dort kann er kein PvP aktivieren. Also, er hat uns jetzt um $1,000 gescammt, aber
Ja, den Spawner hat er sich nicht gesnackt. Also, ich weiß nicht, aber ja, bisschen komisch der Typ. Naja, schauen wir mal, vielleicht kommt noch einer der Scammer, die wir jetzt gerade gefunden haben, online. Die können wir dann ja schön startkicken, aber ich weiß es nicht, müssen wir dann schauen. Mir ist noch eine Sache jetzt gerade beim Schneiden aufgefallen. Und zwar ist Simon derselbe Spieler, der mich auf meinem eigenen Plot getötet hat. Wir haben nämlich getestet auf meinem eigenen GS, ob Vincent E. sein Keyportbar funktioniert. Und er hat uns einfach auf unseren eigenen Plot getötet. Wir dachten nicht, dass es ein Scam ist, aber jetzt ist uns aufgefallen, es ist dieselbe Person. Wir haben ihn dann auch noch gestartkickt, also Vincent hat ihn gestartkickt, hat auf jeden Fall auch seine gerechte Strafe bekommen. Wollte ich nur kurz erwähnen, dass ihr auch wisst, er ist wirklich kompletter Scammer. Aber ja, ab zum nächsten. So Leute, wir sind jetzt beim nächsten und zwar Irexo X oder wie auch immer der heißt. Ich pay mal 1000 Dollar. Slash pay Rixorito. 1000 Dollar. Der hat nämlich hier geschrieben, er verkauft einen Beacon. Und Vincent hat, er hat definitiv den Spawner gesehen. Er hat vorhin die ganze Zeit schon gesneakt so und den Spawner halt gesehen. Er hat auch ein Schwert im Inventar. Also es könnte schon sein, dass der versucht, uns umzubringen. Aber ja, er nicht. Nee, der wird den Beacon gleich droppen, habe ich das Gefühl. Er sieht den Spawner. Er sieht den Spawner. Und er hat ein Schwert im Inf. Komm, töte ihn. Tu es. Oder er droppt gleich den Beacon und er war scamfrei. Ich weiß nicht. Ich hab gepayt. Ich hab. Vielleicht hat er auch nur übersehen, dass ich gepayt habe. Oder vielleicht. Oh, er ist offline. Er ist offline. Oh mein Gott. Nee, oder? Er ist einfach offline gegangen. Um 1000 Dollar in den Beacon. Der hat sogar was von USA-Falke gesandt gehabt. Als ob. Ich dachte, der ist scamfrei. Das war jetzt ganz weird, Leute. Also, warum hat er nicht umgebracht? Also wieder mal so ein Typ, der hat Vincent nicht umgebracht. Aus irgendeinem Grund hat er ihn einfach nicht getötet. Er hat den Spawner gesehen, aber hat ihn einfach nicht getötet. Aber er scammt uns um 1000 Dollar. Also macht wieder ein bisschen wenig Sinn. Wie der Typ vorhin. Naja, haben wir wieder einen Scammer gefunden. Eigentlich sehr, sehr weirder Typ. Sehr, sehr weirder Typ. Also Irexito X aus der Level 8 scammt definitiv auch. War jetzt auch schon der letzte Spieler und damit war es jetzt eigentlich auch schon von diesem Video. Ich will nochmal Danke sagen an Hunter Goku. Vielen Dank für den Account. Und Ehren alle anderen Kanalmitglieder und alle anderen Mitglieder allgemein. Vielen Dank an euch. Und ja, lasst ein Abo da und ein Like da, wenn ihr solche Videos, wie gesagt, öfter sehen wollt. Ganz, ganz wichtig. Und ich wollte eigentlich noch was verlosen. Das Problem ist halt gerade, ich habe halt jetzt nicht wirklich was zum Verlosen da. Naja, egal. Ich würde sagen, wir verlosen einfach dieses wunderbare Glomanda hier. Wenn ihr dieses Glomanda gewinnen wollt, das ist meistens stubenrein und ja, beißt eigentlich auch sehr, sehr selten. Wenn ihr ihn gewinnen wollt, den lieben Vincent hier, auch danke fürs Mitmachen, wenn ihr ihn gewinnen wollt. Hashtag Verlosung in die Kommentare schreiben, dann könnt ihr hier den lieben Vincent gewinnen. Also vielen Dank an alle, die das Video bis zum Ende angeschaut haben. Ich habe gerade nichts zu verlosen. Egal, wir verlosen Vincent. Wie gesagt, Hashtag Verlosung in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.